Hallihallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Katjas Welt. Heute ein Video über Deutschland. Es geht um das Selbstbestimmungsgesetz. Voll der Bullshit. Es geht um Fahrverbot, Wochenende. Woran ich nicht glaube. Ist egal. Und es geht um die Blackbox. Jetzt denkt ihr, Blackbox, hä? Ja, aber wartet ab. Wir fangen jetzt erstmal an mit dem Selbstbestimmungsgesetz. Warum finde ich das den größten Schwachsinn ever? Man sehe ja schon, ich meine, das sind ja echt Aufnahmen, ja, wenn da Leute sich als Hund halten und die Polizisten anbellen. Jetzt stellt euch mal wirklich vor, nehmen wir mal die Soldaten. Was sollen die denn da abwehren mit ihren Gebelle? Alter Grieche. Und das ist ja noch nicht mal das Schlimme. Ich meine, das ist schon schlimm genug. Das ist aber noch nicht mal das Schlimme. Wisst ihr, was das ganz Schlimme ist? Dass Eltern über ihre Kinder bis zum fünften, bis zum verendeten fünften Lebensjahr, ich stelle dann ab und zu mal hier so Bilder hoch, ja, entscheiden können, was ihr Kind ist. Da sage ich, was ist das denn? Das Kind ist das so, wie es geboren ist. Oder? Wenn das Kind aber das fünfte Lebensjahr vollendet hat, bis 14, und die Eltern sagen so, heute bist du ein Junge, ne? Müssen die Kinder dabei sein beim Standesamt? Das ist so unlogisch. Und sagen, ja, heute, dieses Jahr möchte ich ein Junge sein. Ihr könnt das ja einmal im Jahr ändern. Ich hatte es ja schon mal erwähnt. Einmal im Jahr. Und jetzt sagt mir mal ganz ehrlich, Kinder, Jugendliche von verendetes 5, ist ja 6, bis 15, können die schon so klar denken, dass die mitentscheiden können, wenn ihre Eltern irgendeinen Schwachsinn im Kopf haben? Es gibt ja nicht nur, wissen wir ja alle, vernünftige Eltern auf dieser Welt. Ja, man kennt ja, oh, ich hätte so gern ein Mädchen. Oder, oh Mann, ich hätte so gern einen Junge. Das Problem ist ja, wenn nur Frauensauna ist. Man geht zum Beispiel, ich würde nie in eine gemischte Sauna gehen. Ich stelle mir das bildlich vor, wenn dann auf einmal da eine Frau mit einem Dingeldongel unten sitzt. Und das einmal im Jahr. Ich glaube manchmal denken die überhaupt nicht nach. Also man kann wirklich, wenn man ein Kind gebärt, sagen, trag da erstmal nichts ein, diverse oder wie man das nennt. Das Kind soll das selber entscheiden. Hallo? Nein. Nein. Absolut nein. Wenn jemand, es gab es wirklich mehrere Fälle, auch in den USA, wo die Eltern gesagt haben, weil das Kind das mal wohl geäußert hat, die ist psychisch am Ende, obwohl die Psychologen-Dinger da durchgegangen ist. Beispiel. Wir waren mal auf einer Wanderung mit der Schule damals. Werde ich nie vergessen. Nie, nie. Eine Freundin von mir. Ich werde das nie vergessen. Die Jungs konnten einfach hinterm Baum. Ne? Und sie, oh, das ist so blöde. Guck mal, wir Mädchen müssen entweder den Rock oder die Hose runterziehen und uns hinhocken. Ich wäre so gern eigentlich ein Junge, ne? Alleine dafür, dass ich mich hinstellen kann und überall hinpinkeln kann. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Sagte, doch. Sagte, dafür wäre ich ein Junge. Leute, wisst ihr, das ist gruselig, oder? Das ist wirklich gruselig. Das finde ich wirklich nicht in Ordnung. Lest euch mal die ganzen Bestimmungen wirklich durch. Es geht nicht nur darum, dass man Transsexuelle akzeptiert. Es geht nicht nur darum, dass man Lesben oder Schwule akzeptiert. Nein, es geht darum auch, wenn man zum Beispiel... Also meine Kinder wären einer und hätten gesagt... Besonders der Darek. Ey, du bist doch gar kein Mädchen, du bist doch ein Junge. Dann kann man den wirklich anklagen. Ja, ich glaube 10.000 Euro Strafe oder sogar eine Gefängnisstrafe kann man kriegen wegen Mobbing. Leute, das gab es, dieses Mobbing-Zeug, das war früher Hänseln. Das gab es früher schon.
entweder man hat ein Rückgrat oder man hat kein Rückgrat. Entweder man hat eine gute Beziehung zu seinen Eltern, weil es sind ja ganz oft Jugendliche, und kann mit seinen Eltern über alles reden, wenn sowas passiert. Oder man hat keine gute Beziehung zu seinen Eltern und das Mobben nimmt immer mehr Hand. Wisst ihr, was ich für ein Gesetz gut finden würde? Dass man sagt, Kinder bis, nehmen wir mal 17, Kinder bis 17 dürfen nicht ins Internet. So, die sollen, wenn sie forschen sollen, für die Schule Bücher aufschlagen, so wie unser einer früher. Denn das Internet, da wird man gerne drinne gemobbt, weil das Gegenüber steht ja nicht Auge zu Auge, ne? Oder Face to Face. Da ist es immer ganz einfach. Und das ist nämlich das, was es so einfach macht. Und die Jugendlichen, manche Kinder schon mit 7, werden schon gemobbt im Internet, wo ich sage, dann schalte das scheiß Internet doch aus als Elternteil. Und ganz oft merken die Eltern das noch nicht mal, weil das Kind keine gute Beziehung hat und sich nicht traut, das zu sagen. So, das war das eine Thema. Andere Thema, Fahrverbot am Wochenende. Yay, grabt schon mal eure Fahrräder raus, eure Inliners. Nein, ich glaube nicht, dass der Mist kommt. Ich meine, wenn der Mist kommt, seid ihr ziemlich am Poppes, weil dann könnt ihr Wochenend gar nichts mehr machen. Ich meine, man arbeitet ja sowieso schon nur die ganze Woche, ja. Da hat man Wochenende, da will man manchmal, nicht immer, mit der Familie irgendwo hinfahren, ins Schwimmbad, Picknick machen, Wanderung machen, Freizeitpark und. Das könnt ihr euch dann abschmieren, wenn die weiter weg sind. Aber so richtig, ne? Denke nicht, dass das durchkommt. Aber mal schauen. Manchmal wird man ja des Besseren belehrt. Jetzt, ich wollte nämlich, ich habe eben das Thema so lange gezogen, scheiße, ne? Jetzt Thema Blackbox. Jetzt denkt ihr, was hat die Blackbox damit zu tun? Ab 24, ich weiß gar nicht mehr, jetzt diesen Jahres, ich glaube November, boah, ich stelle euch den Artikel hier rein. Soll die Blackbox Pflicht werden im Auto? Ja, und in manchen Fahrzeugen ist diese Blackbox seit 2022, die da gebaut wurden, nicht in allen, aber in manchen schon drinne. Und ganz viele Fahrzeughalter wissen das anscheinend gar nicht. Und na klar, sagt der Staat, es geht darum, wenn Unfälle sind oder sowas oder, na, damit man genau nachvollziehen kann, wie schnell, wie hat er gelenkt, wie hat er vorher gebremst und. Es wird aber alles aufgezeichnet, wie im Flugzeug. Die sehen genau, wo ihr euch nicht nur den Tag, sondern die ganze Zeit aufgehalten habt. Die sehen genau, wie schnell ihr immer gefahren seid. Fahrverbot, vielleicht kommt da ein Tempolimit. Mal kurz nachdenken, ne? Die versuchen dann ja immer, die Bürger so ein bisschen, ah ja, das Fahrverbot kommt nicht, es kommt eigentlich nur ein Tempolimit, ne? Und die Blackbox, die ist genial dafür. Um genau, und die sagen euch, ja, wir müssen vorher Einverständnis und. Glaubt ihr doch wohl selber nicht. Ich habe doch schon mal damals gesagt, in dieser tollen C-Zeit, ne? Wussten die, obwohl es ist ja alles privat. Die kontrollieren das ja gar nicht. Und wir Schwubbler, Verschwörungstheoretiker, die ohne Handy und ohne Uhr dann rausgegangen sind, weil wir schön zu Hause liegen haben. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Wenn ich das jemandem erzähle, ach der Katja, du hast es doch nicht. Ich sag, die gucken, ach, das dürfen die gar nicht gucken. Ach so. So, auf jeden Fall, woher wussten die, was für Verkehr war, zum Beispiel in dem ersten Lockdown, dass es soll super funktioniert haben. Es waren mehr Leute zu Hause, es sind nicht mehr Leute rausgegangen spazieren.
woher wissen die das? Oder woher wussten die das? Aber ich habe meinen Aluhut wieder heute auf. Das lassen wir mal. Macht euch mal wirklich, wirklich Gedanken darüber und sagt mir nicht, die dürfen das nicht, die sehen alles. Also viele Deutsche denken, Datenschutz wird groß geschrieben. Nein, nein. Also schon, wird groß geschrieben. Aber ihr werdet doch schon kontrolliert. Es wird alles kontrolliert. Nicht nur hier in der Türkei. Und das finde ich ja das Schöne. Hier in der Türkei spinnen die uns kein vor. Hier werden die Kameras offen hingehangen. Hier wird gesagt, ey Leute, das und das. Hier ist dieses E-Devlet und. Hier wird es nicht verheimlicht und dann schön geredet mit, ja, das ist der Datenschutz. Habt ihr euch das wirklich mal überlegt, wie die das in den... Es waren ja nicht nur die Autos, wo die gesehen haben. Der, wie hieß der noch? Dieser Klabauterbach. Der hatte ja genau gezeigt, ne, dass die Leute viel weniger unterwegs waren. Nicht nur Autos, das hat er ja auch richtig erwähnt, sondern auch die Leute haben sich viel weniger draußen getroffen, viel weniger Spaziergänge, sind mehr zu Hause geblieben. Und genau deswegen hatten wir unsere Apple Watches und unsere Handys alle schön zu Hause gelassen, wenn wir nämlich Spaziergänge gemacht haben. Mit dem Auto ist ja alles elektronisch, konnte man nicht kontrollieren, sind wir aber eigentlich immer nur einkaufen und zurück. Und den Rest haben wir mit Fahrrad oder zu Fuß erledigt. Ja, man muss ja ein bisschen mal umgehen, ne? So, jetzt ist schon fast 12 Minuten. Das wär's für heute. Eure Katja. Bis denn. Ciao, ciao.